So, moin, moin. Langsam müsste der mit dem Laden fertig sein. Will noch ein bisschen dauern. Aber der lädt schon sehr lange. Ist halt die große Strecke hier in Maschina. Da dauert das Laden ein bisschen. Und grüß dich, Lello. Ja, mit den Rangierfahrten bei Simrail ist leider schwierig, ne? Durch die Kick-Funktion halt. Das haben wir nämlich schon mal gemacht. Wirst du leider rausgeschmissen aus dem Szenario. Das ist ein bisschen doof. Aber wie gesagt, die Kick-Funktion für Lokführer ist eh für den Arsch, ne? Weil die Fahrdienstleiter, wenn die AFK gehen, so, weißt du, die legen da alles lahm. Die werden halt nicht gekickt, ich weiß nicht. Ich finde das alles ein bisschen komisch. Warum sie es auf die Lokführer abgesehen haben, weiß ich nicht. Als FD, Quatsch, als, ja doch, als Fahrdienstleiter hast du doch eher den Drang, AFK zu gehen, ne? Also, naja, ich weiß nicht. Nicht so gut durchdacht. Ich. Aber naja, aber wie gesagt, mit den Güterloks und so, ne? Das wird doch mal Zeit, dass sie die Waggons beladen, dass sich auch mal eine richtig schöne schwere Lok lohnt, wie die ET41. Da bin ich ja ein Fan von, ne? Die ist halt schon mega cool. So, jetzt muss ich mich beeilen. Ich muss die Karre schnell hochfahren. Seh nix. Oh, falscher Knopf. Wie war denn das? Pociąg osobowy do stacji Wolica. Przez stacje Psiepole, Swoszowice, Dębica, Wrzosy, Kujacin, Jerzynianka, Nurzec, Mokra, Nowosielce. Hat sich Janek gemerkt, wo der Lichtschalter war? Prosimy zachować ostrożność. Ach so, das Headlight. Krawędzi peronu. Życzymy Ah, Państwu hier. miłego Ah, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Jetzt guck mal an, wie die Scheiße hochfährt. Total geil. Oder? Ich finde das Hammer. Geil, ne? So, pass auf, wir müssen Licht drinne anmachen. Das war. Ne, das ist Heating. Das geht noch nicht. Wir brauchen Strom. Der ist an. Achso, hier. Strom liegt an. Was hatte ich vor? Licht. Oh, das ist der falsche. Jetzt, da haben wir Licht an. Ach so. Okay, Tür auf. Ja, die Stufen hat er schon aktiviert, finde ich sehr gut. Die Bremse lösen. Also die Feststellbremse. Geht nicht, warum? Ah ja, darum. Hammer, oder? Ich finde das total geil. Sowas in moderne Games, das wäre doch mal was. So, jetzt mal noch schnell gucken. Stalker, guckst du noch? Das ist die ED78. Warum sind die Türen zu? Ach so. Ja, ich habe nur die Freigabe gemacht, okay. Hat er auch einen Knopf, wo man die Türen öffnen kann? Nee. Hat er nicht. Gut, macht auch nichts. Guck mal hier, auch ETCS. Ah, Funk. Das Ebola, ne? Das geht halt, ne? So, wir haben 16 nach, 17 nach ist Abfahrt. Ich finde das ja geil mit den Ebola, ne? Und GPS und so ein Zeug. Aber sieht hier einer den Knopf für ein Tempomat? Nee, ne? Der macht mich ja noch fuchsig. Was ist das?
Guck mal hier. Die Spiegel. Kannst du manuell ausfahren? Wie krass ist das denn? Was ist das? Das ist doch der Hammer. Mal gucken, ob die automatisch einfahren. Ansonsten lasse ich die eingeklappt, die brauche ich eh nicht. Ah, hier, Max hier 160. Achso, wir müssen los. Nach, let's go. Und wir dürfen hier 120. Okay, let's go. So, Kabinenlicht hier, das kann aus. Das brauche ich nicht. Guck mal, diese Pultbeleuchtung, alles wunderbar. Achso. Achso, ha. Jetzt können wir fahren. Können wir nicht? Warum? Hab ich echt vergessen, die Türen zu schließen? Ja, die klappen nicht ein. Doch, die klappen ein. Wie krass. Bin begeistert. Hammer, oder? Ja, ja, das waren die Türen. Ab geht die Lotzi. Diesmal fahren wir richtig, ne? Da war ein Schild 90. Aber so versteckt hinterm Mast. Auch fies. Ah, hier. So, wird das auch wieder aufgehoben? Ich weiß noch, ich hab's eilig. Ah, hier. Echt? War das jetzt für diese Kurve? Die war doch voll läppisch.
Weiß einer, was EP-Bremse heißt? EP-Brake. Stimmt. Ist sie denn so... Dann ist sie so deaktiviert, ne? So aktiviert. Würde ich mal so vermuten. Jetzt haben wir nicht rübergeleitet. Das ist echt uhrzeitabhängig, ne? Wie du wann wo lang fährst. Auch crazy. Ah, da vorne ist mein Bahnsteig. Ich lass rollen. Guck mal, kommen wir sogar fast pünktlich. Bitte steigen Sie ein. Oh, wir haben jetzt Abfahrt. Gut. Guck mal, der zeigt mir das sogar an. Türen schließen. Die sind wieder draußen, ja. Nee. Sind schon wieder drin? Ja, das Buch. Sind schon wieder drin. Sind zu schnell. Ist ja geschwindigkeitsgesteuert, ne? Bei Simrail, wann gehen die bei Simrail nochmal rein? Ab 5, ne? 5 km/h. Hier ein bisschen später. Bei Simri ist es auch ein anderer Zug, ne? Eine andere Baureihe. Warum steht der Grand Permit to Open Doors? Was heißt das? Keine Ahnung. Oh, ich muss aufhören, da zu gucken. Ich muss hier aufpassen. Das ist hier Radio 5. Ach ne, ich hab eine 5.
Ja, schreib mich an. Welche Zugnummer bin ich eigentlich? Hier ist 70. So, 28 sollten wir sein. Wir haben 27, super. Hier stehen Waggons. Ey, die Spiegel fahren nicht mal raus. Hier noch gar nicht mehr. Okay. Ach so, warte mal, geht nur der hier? Ah! Die gehen nur da auf, die klappen nur da aus, wo du die Türen aufmachst. Was ist das denn? Ja, da ist er wieder drinne. Da ist er wieder draußen. Man sieht aber nichts. Cool. Da klappt er wieder ein. Sehr cool. Bahnhof? 26 zajęty. Czekaj Marek, na zajęty w połowie. Nicht so ganz, ne? Wo ist denn der Bahnhof? Ey, bin ich da vorbeigefahren? Wo war ein Bahnsteig? Ich hab keinen gesehen. Ich hab da echt keinen gesehen, ich bin jetzt vorbeigefahren.
Rację. Na ja. Spiegel ist wieder draußen. Geil. Sogar der Kilometerzähler geht hier. Echt jetzt? Oh, hier fehlen diese Schilder, ne? Die mir den Bahnhof ankündigen, die fehlen hier, kann das sein?
Er macht sogar innen drin Ansagen. Ein Güterzug. EU07. Ace, danke für deinen Raid und grüß dich, moin moin. Wie geht es dir? Ja, ich kann auch nicht besser klagen, du. Ich will, dass der Tempomat geht. Irgendwie kriege ich das nicht hin.
Oh, da steht ein Zug. Da ist so eine Weiche davor, oder? Ich sehe aber keine. Der will doch nicht hier lang. Was ist das für ein Käse? Ah, er biegt ab. Huch, ich sollte mal bremsen. Ein Intercity. So, warten wir mal auf grün. Eigentlich hat das Signal mir doch eine Weichenfahrt angezeigt, oder? Ich häng schon wieder zwei Minuten hinterher. Direkt zuschmeißen die Türen, direkt Digga. Thank you.
3202. Jedzie 34800 i potem wyjazd do Dębicy na tor numer 2. Wjazd podany na tor numer 1. Luki, grüß dich, moin moin. Ja, mir geht's gut. Wie geht's dir? War jetzt noch 110? Das ist schon wieder 120. Auf Nebengleis ist 120, das habe ich gesehen, aber bei mir habe ich es wieder nicht gesehen. Dabei sehe ich das immer. Jetzt muss eigentlich schon der Bahnhof kommen, ich sehe ihn aber nicht. Ey, warum hänge ich mit der Zeit immer so hinterher? Haha, ich weiß es auch nicht. Ich mach's wieder bei der Deutschen Bahn, ne? Immer zu spät. Bin ich 2 Minuten zu spät abgefahren? Ja, ne? Machen wir wieder ein bisschen zu schnell. Muss Zeit gut machen. Theorieprüfung, Führerschein. Da ist das Schild. Da sehe ich's.
Jetzt kann ich hier schön sachte reinbremsen. Wo ist mein Bahnsteig? Wo ist mein Bahnsteig? Da ist er. Der Zug, ne, der macht so Laune. Ist richtig gut. So, Türen zu. Und direkt Vega. Ne, Motor. Achso, PKW. Ich war gerade nur überlegen. Irgendeiner war doch mit dem Motorradführerschein dran. Aber das warst du gar nicht, ne? Nee, das ist kein Simrail. Das ist ein Maschiner. Dieser Simulator hier, der ist über 20 Jahre alt. Der ist von 2001. Der ist 12 Jahre alt. Wahnsinn, ne? 22. 12 Jahre, genau. 22 Jahre alt. Muss ich mal überlegen. Und die haben hier Ebola drin. Die haben hier super Funktionen in den Monitoren. Das haben die damals alles hingekriegt. Heute schafft das kein Mensch mehr. Ich weiß auch nicht, warum. Finde ich schade. Bei den alten Dingern geht sowas, ne? Der bewegt sich sogar. Der fährt richtig hoch hier. Das ist Wahnsinn. Das begeistert mich halt gerade. So, hier ist kein Halt. Hier kann ich durchfahren. Ah, warte, nee, das ist ein Bahnhof. Ich begreife das gerade nicht. Na, ich werde es ja sehen. Huch, ich war zu schnell. Und das ist auch gut. Der Simulator ist geil. Und der ist umsonst. Der kostet nichts. Der ist free to play. Open Source. Das heißt, wenn man selber Modder ist, kann man hier modden, bis zum geht nicht mehr. Ach so, hier ist wahrscheinlich nur einseitig. Und der nächste hat dann das Gleis auf meiner Seite, oder? Kann das sein? Kann man das... Ja, sieht so... Ach hier. Huch. Stazia. People. Easy. Easy going. Komm, was ist der für Informationen hier anzeigt? Ich kann zwar nichts lesen, aber schon krass, ne? Ach, der zeigt mir die Türen an, ne? Tür 11 ist auf, 9 ist auf und 7 ist auf. Krass, ne? Sowas kriegt heute keiner mehr hin. Ich werd wahnsinnig. Hör zu, Vega. 2 Minuten Verspätung. Da steht's auch. Obwohl ich schon rase, ne? Und dann hörst du hinten die Durchsagen. Oh, da steht eine Zahl, 100, ne? Ja, okay, hier darf ich 100 fahren.
Du siehst da im Stream den Spielenamen. Wenn du den bei Google reinhaust, kommst du eigentlich direkt auf die Webseite von denen. Die ist aber polnisch. Ja, warte, die kannst du auf Englisch umstellen. Genau, die kannst du auf Englisch umstellen. Da kannst du es runterladen, installieren, spielen. Super Produkt. Wirklich. Der ist wirklich gut. Der sieht jetzt nicht so toll aus. Gut, hier im Dunkeln fällt das nicht so arg auf, aber von der Simulation her ist er super. Steuerung ist sehr gewohnheitsbedürftig, aber ich finde sie geil. Du kannst nämlich mit dem Mausrad kannst hier den Gashebel bedienen. Das ist total cool. Ein bisschen rasen. Guck mal, da vorne kommt der Bahnhof. Ich fahr halt beschissen, ne? Krieg die Zeit nie eingehalten. Und den Tempomat krieg ich nicht bedient. Hier ist wieder 120, sehr gut. Man kann so ein bisschen Zeit gut machen. Die schmeiße ich jetzt die Türen direkt zu. Wer nicht eingestiegen ist, hat Pech. Das war bestimmt, dass ich fahren darf, ne? War zu schnell. Naja, egal. 4800 przez Rycin podany. Grüne Welle. Let's go. So, hier fahren wir durch. Egal was kommt, wir fahren durch. Natürlich wieder zu schnell, ich muss halt gut machen. Ich weiß nicht, wie das in Polen ist, ne? In Deutschland ist es ja immer so ganz strikt, ne? Kein Kamera zu schnell. Aber in Polen ist es bestimmt anders, oder? Ich habe keine Ahnung. Aber so ist halt geil, du kannst völlig ohne HUD fahren, ne? Du hast alle Informationen, hast du hier, alles da. So simuliert man, so nicht anders.
Ein gelbes Signal. Ich hätte weiter durchfahren sollen, ne? Komm, ist egal. Wie geht's? Oh, was war denn hier? Eine Geschwindigkeitsänderung? Ich hab's nicht gesehen. Hier einfach durch. Doch nicht. Geht's bergab. Egal, rollen lassen. Wir sind zu spät. Aber so langsam komme ich wieder rein in der Zeit, ne? Hä? Wieso löst er die Bremse? Da ist noch eine Tür auf gewesen. Jetzt. Noch schnell weg hier. Wir haben es eilig.
Stacja, pole. Mensch, auf die Minute. Ey, sag mal, sind hinten 43 Grad drinne? Was ist das denn für eine Sauna? Wo ging das nochmal aus? Ah, hier. Nee. War Tempomat, der geht nicht. Oder ich weiß nicht wie. Da. Vorne ist wieder was los. Hab ja gerade der Side aufgeholt. Hier ist nicht mal Halt. Ist ein Bauarbeiter. Oder doch nicht.
3-4-8, zgodą do wjazdu. Was ist denn hier los? Wird hier Zeit? Kann halt nur einen Radiotest machen, ne? Ah, da kommt was. Da kommt was. Soll mal Gas geben. Hör mal. Die Bahn ist schon geil hier, ey. Ach, guck mal, jetzt sehe ich meine Nummer auch mal. 34800. Den werde ich auch irgendwann mal fahren. Das sieht cool aus. Hat er mich vergessen hier oder was? Gleich ist Kanal 7, ne? Muss ich ändern. Geht doch. Ich sollte schon am nächsten Bahnhof sein. Scheiße, damit habe ich nicht gerechnet. Eieiei. Oh, 140. Jetzt kann ich Stoff geben. Muss nur aufpassen, weil gleich kommt ein Bahnhof.
sporo. Oh, was mit dem Signal passiert? Einfach kaputtig. Szczytnia 600, wjazdowy wygasł w kierunku Rakowic, pojedziemy na zastęp przez podległy strefy elektryczne semafora.
stacja Pola Rakowice. Der Scheinwerfer, nichts gut, diese. Ah, besser.
stacja, stop. Signal was. Oh, 41 als Abfahrt. Ja. Jetzt gehe ich mal auf Klo, ich muss mal pinkeln. Hey, ich hab Abfahrt. Du die Ports.
Toll. Bin ich ja weit gekommen. Einfach bepsch. Das ist auch mein Signal, ne? Ja. Capitano, grüß dich. Ja, heute mal nicht. Mal was anderes fahren. Den guten Alten hier. Den über 20 Jahre alten Simulator. Ist aber gut. Den ersten? Nee, sagt mir nichts. Das weiß ich nicht. Welcher war das denn? Ach, noch von Microsoft. Nee, den habe ich leider echt nie gespielt. Das ist aber nicht das Ding von DuffTale Game jetzt, ne? Das ist ein anderer, ne? Ah, nee, nee, okay. Nee, den habe ich leider nie gezockt. Kriegt man den noch irgendwo her? Bei Steam bestimmt nicht, ne? Oh, hier noch Formsignale. Geil, ne? Für ein paar Euro lohnt er sich noch. Aber wo kriegt man den? Kriegt man den bei Steam? Nee, ne? Dafür ist er bestimmt zu alt, ne?
Wentylacja okna. Schnell Gas geben. Nicht bei Steam, nur. Ach, nur als DVD. Echt? Gibt's noch nicht mal eine Download-Version? Krass. Wie alt ist denn der? Aus welchem Jahr ist der denn? Was denn? Das ganze Jahr. Tipp schon gut. Stacja. 2005, oh, okay, krass. Funktioniert nur bis Windows 7, lol. Okay, ne, dann lohnt er nicht. Muss überlegen, der hier ist von 2001. Der geht. Wie lang der Plan immer noch ist, ey. Scheiße. Können wir gar nicht mehr an. Transportfieber, ja. Ja. War ich auch mal am Überlegen, ob ich da ist. Auch bei SimCity habe ich überlegt, aber derartige Spiele habe ich mir nie geholt.
Und die Strecke fetzt hier irgendwie. Irgendwie macht die Laune hier. Sehr gut. Echt? Bist du schon am Nippelpult? Ich noch nicht. Ich habe mich da noch nicht rangetraut. Wie geht's? Bist du noch am Üben, was? Kannst du mir Lokführer melden, sie kann. Ach, du meinst, wenn nach Gleis gefragt oder nach Streckenblock, ob der frei ist? Meinst du das? Ja, genau. Vielleicht kann ich 130 ballern. Ich meine, ich fahre jetzt schon zu schnell. Ich muss Zeit aufholen. Von diesem Schweizer da, der die Tutorials da macht. Ja, genau. Nee, Österreicher oder Schweizer, eins von beiden war er, ne?
Stacja Pytnica. Ja, da traust du ja auch noch nicht dran, ne? Ich auch noch nicht. Die elektrischen da, die gehen ja, ne? Die sind ja ganz gut. Aber digitalen, ehrlich gesagt, ne? Elektrisch sind die anderen ja auch. Hoppala. Doch, ist alles so. Okay, let's go. Alles rot, Mann. Guck mal, dann mache ich Zeit gut und verliere sie wieder. Das Spiel will nicht, dass ich pünktlich bin. Wie ist der Kanal richtig? Guck mal, schon wieder 2 Minuten zu spät. Mann, gib mir grün! Oder gelb oder irgendwas. Nur kein rot. Ja, wenn man es raus hat, das ist immer so, ne? Aber ich traue mich halt nicht, weil du kannst das halt wirklich nur Multiplayer üben. Und das ist immer schwierig, ne? Sogar 140. Gerade gesehen.
Nee, da war 40 wegen die Weichen. Guck mal, 21.04 Uhr sollte hier sein. Wir haben 21.06 Uhr. Jetzt muss ich nur genau gucken, wo der Bahnhof ist, dass ich vorbeibretter. Ah, hier ist das Schild. Sehr gut. Drei Minuten zu spät. Eieieiei. Das gibt Mega von Egger. Ah, guck mal, das Ende ist schon in Sicht. Wahnsinn. Mensch. Die ganze Strecke durchgefahren. Hier fahren wir durch, hier halten wir nicht an. Habe ich Kanal 1? Habe ich. Ich liebe das, wenn du in-game so ein Ebola hast, ne, das was auch funktioniert. Oh, hier ist halt. Muss ich ja doch halten. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Keine Streckenkenntnisse halt, ne? Naja, hat er geklappt. Bisschen hart reingebremst, aber okay. Drei Minuten zu spät. Na, es geht, ne? Dann ist wieder was gelb. Oder ist das Kraftwerk Schornstein irgendwas?
Er ist zu hoch für Signal, okay. Komm weiter. Ja, ja, das zeigt die Bremszone an. Genau, das weiß ich. Das habe ich in Simrail gelernt. Die sind hier aber nicht auf jeder Strecke verbaut. Aber hier Gott sei Dank, ja. Hier, ne? Da haben wir es wieder. Was ist das denn? Ach so, die EN76 oder was ist das? Nee, ist wieder was anderes. Ist aber auch geil. Huch, ich bin zu langsam. Na, bleiben wir hier hinten stehen. Die letzte Tür ist aber noch drauf. Die letzte Tür ist noch am Gleis. Ich will mal gucken, wie der von hinten aussieht. Ja, schön. Aber, ne? Eieiei. Hätte weiter vorfahren sollen. Okay, let's go. Aber ist nicht mehr weit. Der Plan ist abgearbeitet. Aber ich finde es halt, wie gesagt, erstaunlich. Ne? So ein uralter Simulator und hier funktioniert Ebola. Und andere Entwickler kriegen das nicht hin. Das verstehe ich irgendwie nicht. Das kann ich immer nicht nachvollziehen. Da drucksen die immer rum und bla bla bla. Und hier bauen sie es einfach ein. Komisch, komisch. Oh, Scheiße. Wir haben die anderen noch auch. Hallo? Und ich glaube, das dauert bei der Gesamtentwicklung nicht am längsten, also. Oh, das bin ich. Oh, die nächsten zwei sind gar nicht halt. So, hier ist 60. Huh. Ah, nee, 100. Nee. Kann das sein, dass das Signal war gar nicht richtig? Das
zwei gelbe, ein und der grüne? Ah, okay. Nehmen wir das Signal. So. Frequenz 1 bleibt. Also das vorige Signal müsste eigentlich 100 gewesen sein, ne? Ja, genau. War doch 100, ne? Aber gut, brauche ich ja nicht sehr. Da vorne ist schon wieder gelb. Ich denke, der haut mich über die Weiche. Ja. Ja, ob das eine Wendefahrt wird, dass ich gleich wieder zurückfahren kann? Steht ein Güterzug. Ihr könnt hier auch zurückfahren. 4800, powiedzcie, proszę zmienić kabinę. Przestawimy się na 53 oporowy. Das ist 40. Nee, war das 60 mit den gelben Balken? Das war 60, ne? Doch 60, ja, okay. Ah, warte, da kommt Weiche. Aber eine große, eine lange, ne? Ja, hier kann man drüber. Nee, die geht geradeaus. Dann muss die nächste mich rumholen. Easy. Naja, hier ist ja das Gleis und hier ist ja Endstation. Das ist der letzte Halt hier. Mit 4 Minuten Verspätung. Fertig! Oh geil, was ist das denn? Ey, sag nicht. Hier kann man leider nichts eingeben, ne? Switch on Kansas Heating. Warum, Alter? Wir haben 50... Nee, das ist gar nicht Waggontemperatur, kann das sein? Ich habe die ausgemacht, die Heizung, weil ich dachte, hier, das ist voll warm drin, waren über 40 Grad. Aber das ist gar nicht die Raumtemperatur, oder? Was heißt denn Silniki? Keine Ahnung. Lampcode. 34800, tarcza podana na tor 53, częściowo zajęty. Ja wie, ich bleib doch eh hier stehen. Rangierfahrt, okay. Grand Permit to Open Doors, habe ich doch. Achso, heizen will er auch, ne? Ah, haben wir durch den falschen. Huch, ich habe Leuchtung ausgemacht. Ein. Ja.
So, jetzt habe ich hier Heizung an. Und nochmal hier, ich rüste den mal ab. So, Rückleuchten an. Wie rüstet man den ab? Ich habe keine Ahnung. Türen können ja aufbleiben, das ist okay. Oh nö! Sind jetzt an oder ausgemacht? So. Führerstand kann aus. Den stelle ich auch von der anderen Seite ein. Das komische. Geht gar nicht. Ah, lass mich raus. So, ne? Pass auf, jetzt gehen wir mal nach hinten. Wenn ich hier noch zurückfahren kann, ne? Ich werde bekloppt. So, der ist ja. Der ist auf Anschlag. Die Bremse weiß ich nie, wie man die stellen muss. Ich lasse sie mal so. Kann hier das Licht aus? Wo war das wieder? Null. Hier siehst du aber gar nicht, dass das Licht an ist, ne? Aber wie cool das aussieht mit den Monitoren, ne? Wahnsinn. Der will irgendwie, glaube ich, einen anderen Pantograph haben, aber das ist mir egal. Ich will den hinteren. Ah, siehst du, Radio habe ich hinten angelassen. Ist egal. Mal gucken, ob ich hier einen Plan kriege. Bin gespannt. Genau, die Türen sind noch auf, das ist gut. Habe ich ja alles, ne? Nur noch die Bremse. Geht nicht. Ach, schade. Scheiße, hier ist auch kein Plan drin. Ah, das wäre jetzt geil, ne? Wenn ich noch für die Rückfahrt einen Plan hätte. Vielleicht geht das ja und ich weiß noch nicht wie. Hier geht nix. Ne, hier würde man wahrscheinlich die Liniennummer eintippen. Was steht dann draußen drauf? Hier die Haltestelle steht noch drauf. Schade, die sind nicht programmierbar, ne? Ah, das wäre natürlich jetzt geil. Machen wir Tür zu und wieder auf. Aber guck mal, ich habe dein Signal. Okay. Dann fahren wir doch mal dahin. Warte, ich will mal hinten gucken, wie das hinten aussieht. Ah ja, da hat er auch so an. Okay, sehr cool. Beschilderung. Oh, das. Nee, steht gleich, ja.
fahren wir mal. Mal gucken, was passiert. Okay. So, hier 20, ne? Krankenbruder, grüß dich, moin moin. Und ich wüsste gerne, wie der Tempomat geht. Der geht irgendwie nicht. Ich bin irgendwie zu dusselig, den zu bedienen, glaube ich. Gucken, wo er uns hinführt. Ich habe keine Ahnung. Lass ich das mal an, um zu gucken, was der mir sagt. Gucken wir mal, ne? Oh, ein Kamera zu schnell. Eifer, Pepsch. Ich brauche mein Ladegerät für die Dampfe. Kannst du rollen. So. Sag mal, wer dampft von euch und hat schon für die neuen Preise Liquid gekauft? Also für die aktuellen. Für die hochversteuerten. Halt, stopp! Oh, jetzt habe ich aber Bock, mit dem Ding zu fahren, ne? Weißt du was, in den steige ich mal ein. Manewry zakończone. Guck mal, eine schöne EN57. Wenn man mal im Simrail-Forum guckt, sieht man, die Leute wünschen sich die für Simrail. Okay. Easy. Geschafft. Wie? Ich soll Rangierlicht anlassen? Okay. Geht der jetzt eigentlich aus? Nee, ne, ich muss runterfahren einfach. Ah, warte mal, da steht Rise. Rise heißt heben, ne? Warte, ich brauche mal gerade Licht hier in der Bude. Hä, was ist das denn? Achso, Sand. Dann heben wir mal beide an, mal gucken, was er sagt. Warte mal, der will, dass ich in die andere Richtung fahre. Dann rüste ich wieder um. Dann habe ich die Türen überhaupt zu, Eier habe ich. In welche Stellung muss der? Weiß das einer, in welche Stellung macht man den? Aber das stellt er eh automatisch um, ne? Oder muss er auf Null? Lass ihn mal auf Null. Auch zu früh. Durch die Waggons gehen?
Warte mal. War richtig, ne? Ja, Batterie ist noch an. Du denkst, ich treffe den Knopf hier oder was? Alter. Gucken, wo der mich hinhaben will. Ich finde das geil mit den Monitoren hier. Nur der geht nicht, glaube ich. Hier sehe ich nicht, dass da irgendwas geht. Wahrscheinlich für die Kameras, ne? Hier, Siemens. Noch nichts Neues, ja, ich auch nicht, aber ich muss langsam. Nix. Kann man die Bremse lösen? Ah, hier steht auf 0, guck. Na, gucken wir mal. Er sagt, ich soll fahren. Also fahre ich mal. Jetzt wird es interessant. Wenn der mich wirklich zurückschickt, ey, Hammer. Darf ich hier fahren? Ist doch ein Rangiersignal, ne? Er sagt ja. Ja, wie soll ich denn jetzt den ersten Pantographen untertun? Geht doch nicht. Bleiben jetzt alle erstmal oben. Ich dachte, irgendwas vom Bremsen. Sagt er wieder Rice. Mal wieder runter. Will B. Nehmen wir jetzt mal B. 2. Sagt der Rice A. Hahaha, will er mich verarschen? Ah, so geht das auch. Ich muss sie gar nicht runterfahren. Huch. Oh, kein Timetable. Ich fahr mal vor.
Ja, der will, dass ich hier stehe, aber ich will nicht hier stehen. Schau mal gerade vor. Siehst du, das funktioniert auch. Mal gucken, was passiert, wenn ich ans Gleis fahre. Ja, jetzt stehe ich hier. Soll ich ihn mal abrüsten, hier stehen lassen, in den anderen mal einsteigen? Oh, warte mal. 3-4-800, tarcza podana na tor 53, częściowo zajęty. Ach so, hey, jetzt muss ich wieder da reinfahren. Na komm, fahren wir da rein. Huh. Immer das, immer das. Was ist das denn? Ach so. Ja, können wir lösen. Das ist ja abgerüstet. Nach vorne. Achso, der ist ja an. Achso. Okay, mit dem Pantographen weiß ich immer nicht, was er von mir will.
Lichtschalter rausgeflogen, oder was? Offensichtlich. Naja. Wystarczy, można zatrzymać. Manewry zakończone. No. Jetzt rüste ich den Vogel ab. Ach was, das geht auch? Ich wusste gar nicht, dass man hier zoomen kann. Lol. Okay, geil. Ja, kann ich ausmachen, ne? Funkgerät ist hinten wieder an. Wie geht denn das aus? Oh ja, okay. Ich denke, das war's, ne? Hier stimmt was nicht, hier ist noch Licht an. Naja, vielleicht muss das so. So, die ist angelegt. Gianrico, grüß dich, moin moin. Danke für deinen Raid. Ja, ich denke, hier gibt's nichts mehr zu tun, ne? Ach man, da war doch aus. Einfach bübsch. Achso, Batterieschalter, siehst du? Aus. Okay. Dann haben wir hier Schicht. Der ist abgestellt. Jetzt will ich aber mal den. Das ist nicht ein geiles Ding. Ey, wenn der jetzt einen Fahrplan hat, ne? Ich dreh durch. Ah nein, da ist ein Bock. Hier ist Ende. Hier ist nichts mehr. Scheiße. Ja, dann habe ich jetzt wirklich Feierabend hier. Hier aber mal trotzdem rein. Wow, auf einmal gehen die Sounds weg. Toll. Oh. Ja, hier sind wir. Jetzt fährt die KI den oder was? Mal gucken. Wollen wir mal aufrüsten? Ja, mal gucken. Ich weiß gar nicht, wo ist denn hier irgendwas? Guck mal, hier ist die Fahrgastinformationsan-Dingsbums. Pantograph, auch Pantograph. Und Headlight immer. Was auch immer das ist. Achso, ich weiß, glaube ich, was ich gemacht habe. Ich glaube, das sind die roten. Ich glaube, die habe ich jetzt angemacht. Die gehen nur nicht, weil hier noch kein Saft auf der Hütte ist. Warte mal.
Aber wahrscheinlich gehen die gar nicht hoch. Ich brauche erstmal Batteriestrom, ne? Genau, ich brauche erstmal Batteriestrom. Aber wo ist die? Radio. Momentenlight. Ach ne, hier sind die Red Marker. Oh, Licht. Wo hat denn der sowas wie... Ach, Stalker ist ja auch noch da. Stalker, weißt du, wo der Batterieschalter ist? Hab ihn nicht gefunden. Ich könnte jetzt mit J war das, glaube ich, ne? J gedrückt. Guck mal. Ah, hier auf dem Pult ist der gar nicht. Ja, ist egal. Jetzt ist er an. Was habe ich denn hier für eine Scheiße angemacht überhaupt? Ach, ein Licht fehlt mir. Hier muss ich auch anmachen. Gehen wir mal nach hinten. Jetzt gedrückt. Oh, was ist das denn? Ich hab vergessen, wo die waren. Ah, hier. Ja, genau. Aber was ist das hier für ein Scheißding? Ah ne, war richtig. So, euch. Ich habe das Gefühl, ich mache das nicht richtig. Pantograph-Kompressor.
Wo soll der dann schon wieder sein? Warte, ich mach mal. Ständig bewegt. Ich weiß es nicht. Wo soll der dann sein? Achso, da sagt ich soll darauf warten. Was ist das? Ah, hier tut er so runter. Ja. Irgendwie passiert nichts, ne? Ach, schade. Ach, warte, da passiert was. Ist oben, ne? Warte, wo war der? Presse. Passiert noch nichts, ne? Ah, die sind oben. Geil. Ah, jetzt hat er hier auch Licht. Aber der Kompressor arbeitet, guck an, geht hoch. Mensch, du. Ah, das geht auch. Nur Fahrplan? Komm ja eh nicht raus, ne? Er hat auch keinen Fahrplan. Ich kann mal Licht anmachen, ne? Wo sind die denn immer? Ein bisschen heizen hier. Ah.
Ja, baut sich langsam auf. Guck mal, da sitzt einer drinnen, ey. Einfach bei. Oh, was hab ich denn jetzt gemacht? Nö. Hey. Aber diese Lok hat auf jeden Fall richtig Bock gemacht. Oder der Zug. Der war richtig cool. Aber der ist ganz schön langsam, der Kompressor, ne? Ich muss so viel Zeit mitbringen. Cool, wa? Parcher-Signal. So, wie sieht's aus hier? Ah, Druck, hier, guck mal, das ist schon gelöst. Der hat schon Bock, die zu fahren, ne? Oh, ich hab's kaputt gemacht. Warum? Ah, jetzt. Der bleibt aber so abrupt stehen, irgendwas ist nicht richtig. Der hat bestimmt irgendwo noch so eine Handbremse, ne? So eine Feststellbremse. Naja, ist auch egal. Den muss ich auch noch fahren. Der ist bestimmt auch cool. Mal gucken, ob hier irgendwas am Zug rumsteht. Vielleicht noch eine ein Güterzug oder so. Hier ist ein Lok. Gehen wir mal hier rein. Wie Sie sehen, sehen nix. Wir sind im Maschinenraum. Oh, jetzt ist abgestürzt. Nee, doch nicht da. Jetzt sind wir in der Lok. Aber auf der anderen Seite. Haben wir auch keinen Fahrplan. Gucken, was wir noch haben. Gehen wir die Sounds weg, einfach so. Leider ist hier gar nichts. Ich frage mich, ob die Fahrpläne haben, dass sie dann irgendwann, wenn es dann weitergeht, jetzt ist wahrscheinlich zu spät, also tagsüber, ob die dann wirklich hin und her fahren können. Das wäre doch der Hammer, oder? Ich kann mal gucken, dass ich die Lok jetzt entführe. Vielleicht kann ich ja irgendwo hinfahren. Bertel, bist du weg? Dann wünsche ich dir eine gute Nacht. Ich kann morgen zum Glück zu Hause bleiben. Komm, wir fahren mal die Lok hier. Let's go. Schmeiß mal an den Hobel. Hier auf der richtigen Seite? Nee, ist hinten. Falscher Knopf.
Wir entführen jetzt die Lo. Okay, so, das haben. Achso. Komm ich dran? Komm ich nicht dran. Wie war das? Pantograph ist hier. Und ich hab doch hier bestimmt irgendwo Licht. Wo waren die Lichtschalter nochmal? Ach doch, hier. Hier nicht. Das geht. Aber daneben war doch immer Kabinenlicht. Ah, okay. Ne, hier ist der Schalter eigentlich. Der geht nicht. Der Dimmer geht. Okay. Wahrscheinlich brauche ich. Nee, den will ich nicht. Einfach Bipsch, ich kann mich nicht entscheiden. Da, den will ich, genau. Ich muss im Maschinenraum, ne? Doof ist, man sieht da nichts. Komm, ich lasse das KI gerade machen. Aber ich sehe ja hier nichts. Das muss man nämlich hinten vom Dingens aus machen. Aber ohne Licht bringt das ja nichts. Kabinenlicht nicht geht. Die roten Lichter gehen auch nicht. Machen wir eins hinten an. Hauptsache, wir haben eine Schlussmarkierung. Das war das 110 ohne Hänger, ne? Also nur Lock. Den kann man schon mal nach hinten legen. Ah. Haben wir auch Direktluftpumpen? Ja, das Kabinenlicht geht hier nicht bei dem, ne? Hoffentlich geht das hier auf der Seite.
Nee, auch nicht. Das ist buggy in der Lok. Naja. So. Haben kein Licht. Was soll's. Meinst du, er lässt uns irgendwo hin? Das, was heißen die zwei Lämpchen denn? Mal gucken mal. Sonst erzwingen wir das einfach. Ah ja, okay, das ist eigentlich gesperrt. Kommen wir vorne mal drüber. Du hast nur Licht ausgemacht. Oh, bin ich jetzt gemacht. Ach komm, ich hab da gerade gepumpt. Willst du mich doch verarschen? Auch kein Timetable. Ich mach mal gerade die Bremse, mal gucken, was geht. Oh. Okay. Dann fahren wir einfach mal. Mal gucken, was hingeht. Rein ins Verderben. So, dann stellen wir mal die Weiche. Die ist ja gestellt. Pantograph ist nach oben. Der Kuchen vergessen. Was hast du geschrieben, wenn ich hier so die erste Stufe jetzt fahre, ne? Wenn ich unter 350 bleibe, kann ich die auch dauerhaft fahren, ohne dass mir da was hinten wegbrennt. War das so gemeint? Erinnerst du dich noch? Sagen, hier ist Ende, ne? Das ist so ein Lokschuppen hier, oder was ist das?
Tatsache, da sind die Böcke. Gut, dann halten wir mal an. Kommen wir mal zur anderen Seite raus. Ich habe vergessen, den Hauptschalter auszumachen. Naja. Guck mal, er sagt so, ich soll die Bremse releasen. Haben sie es gar nicht gelöst. Hey, jetzt will er, dass ich hier stehen bleibe, ne? Ah, mal gucken. Mal kurz an. Ja, da bin ich stehen lassen. Okay, dann fahren wir weiter. Ich komme hier aufs gleiche Gleis, wo die anderen zwei Züge stehen. Ah ne, die stehen ja links. Okay.
Die Hütte zu machen, wird ja kalt. Ja, es geht wieder aufs Abstellgleis. Halt, stopp! Oh. 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 Ah, tut das schon Schnee schieben. Ja, Wahnsinn, war lustig. Oh, Arschlecken. War witzig. Ist doch cool, wenn man ein bisschen Blödsinn bauen kann. Ach, guck mal. Ey, Stalker, erinnerst du dich an den Scheinwerfer? Guck mal, hier geht er. Leuchtet aber nicht wirklich. Ja, lustig, lustig. Sehr gut. Da stehen wir nun. Ja, ich denke mal, ich mache den jetzt auch aus, ne? So. Gut, gut. Ich bin dann mal raus und dann sage ich mal ciao mit au und bis denn dann.